ist heute wieder Familienzeit und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin gerade unterwegs. Ich will meine Schuhe abholen. Ich muss ja, wenn ich mir Schuhe kaufe, die immer präparieren lassen. Und die will ich jetzt gerade abholen. Ich hoffe, sie sind fertig. Ja, was ich heute sonst noch so vorhabe, ich muss nachher gleich noch einkaufen gehen. Ich muss noch einen Kuchen backen, denn ich bin heute Nachmittag auf eine Hauseinweihung eingeladen. Ja, und da bin ich gespannt, wie das so wird. Also, ja, ein bisschen was wird schon passieren, aber so ganz genau weiß ich noch nicht so richtig, was passiert. Ja, irgendwas ist eigentlich immer los. So, und jetzt will ich erst mal rein und will meine Schuhe holen. So, die Schuhe sind fertig. Und so sieht das dann aus. Ich zeige euch das mal von hinten. Ja, es sind halt, der ist halt, der muss halt 3 Zentimeter höher. Ja, also wenn ich diese präparierten Schuhe habe, dann kann ich ganz gut laufen. Ist halt nur blöd. Früher hatte ich immer so Kuschelsocken an, bin ich mit Kuschelsocken durchs Haus geschluppt. Das kann ich jetzt nicht mehr machen. Also die habe ich dann für, wenn jetzt die Schmuddeljahreszeit losgeht, ziehe ich die für zu Hause an, damit ich was unter die Füße habe. Ja, und jetzt geht's so los zum Einkaufen. So, ich bin jetzt wieder zurück, habe alle meine Erledigungen erledigt und ich werde mich jetzt erstmal dran machen, Kuchen zu backen und das Mittagessen vorzubereiten. Ja, also irgendwie habe ich den Eindruck, in meinen Videos, ich koche immer, spritze immer und ja, so die ganze, und ich wasche immer. Ich habe hier so einen Obstboden gekauft und da mache ich jetzt ganz einfach Pudding drauf und Himbeeren und Tortenguss und das reicht dann. So, und hier drüben habe ich noch einen ganzen Korb mit Zwetschgen. Den muss ich heute auch noch verarbeiten. Eigentlich wollte ich einen Zwetschgenkuchen machen, aber es gibt zwei Gründe, warum ich es nicht mache. Erstens, ja, den Kuchen, den ich nachher backe, der ist für einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir, der hat Hauseinweihung und da gehe ich ja heute Nachmittag hin, das habe ich euch ja gesagt. Und der mag keinen Zwetschgenkuchen. Ja, und dann muss ich sagen, ich muss mich erstmal mit der Thematik Hefeteig beschäftigen, weil da muss ein Hefeteig drunter und ich muss mich erstmal mit der Thematik ein bisschen, also der Hefeteig und ich, wir sind nicht die besten Freunde. Und zum Mittagessen wird es bei uns heute mache ich einen Blumenkohl, dann gibt es dazu Reis, dann mache ich noch eine Hollandaise und es gibt dazu Putenschnitzel. Hier ist ja, wisst ihr ja, Waschmaschine und Trockner von mir und das ist der, der kaputt ist. Also der ist auch überhaupt nicht mehr zu reparieren. Der war von AEG, der war gut. Also der hat 6, 7 Jahre hat er gehalten und der war wirklich gut. Aber erstens muss der richtige Mengen bei mir bewältigen. Das ist einfach so. Und zweitens, ja, der hat dann, wir haben das so viel ausprobiert und der hat dann angefangen, verschmort zu riechen, also so angeschmort hat er dann gerochen und die Trommel hat sich gar nicht mehr gedreht, also da ging dann gar nichts mehr und dann haben wir beschlossen, gut, wir kaufen einen neuen. Und in 2 Wochen ist der neue da. Und übrigens, meine Waschmaschine habe ich ja von Siemens. Und der Trockner ist jetzt auch von Siemens. Also damit habe ich wirklich, die ist echt toll. Also die kann ich euch ja mal im Profil verlinken. Also die ist wirklich ganz kinderleicht zu bedienen und die ist echt robust und schluckt viele Mengen. Also die kann, glaube ich, die hat 8 Kilo Fassungsvermögen. Also da geht schon einiges rein. Also die ist wirklich gut für große Familien. Und die verlinke ich euch mal. Und jetzt ist sie, glaube ich, fertig. So. Also sie schreit nach mir.
es kam, wie es kommen musste. Ich habe natürlich meinen schönen Himbeerkuchen fertig und ich musste zwischendurch die Luise wieder aus der Schule abholen, weil sie einen Insektenstich hat, wahrscheinlich eine Wespe oder so, ich will hoffen, keine Zecke. Und das hat sich entzündet irgendwie, ich weiß nicht, das ist ganz dick rot angeschwollen geworden und sofort, also das ging ruckzuck und es war auch Flüssigkeit drin. Also ich gehe dann mit ihr zur Ärztin und wir lassen das anschauen. Jetzt schauen wir uns erstmal die Hausaufgaben an. Die macht sie zwar soweit selber, die Luise, da muss sie selber Verantwortung übernehmen, aber ich schaue das mit ihr durch und wir wollen, also Hausaufgaben direkt hat sie, glaube ich, gar keine auf heute, aber wir wollen, sie muss für eine Mathearbeit üben, die sie übermorgen schreibt. Und da wollen wir mal drüber gucken. Also wenn so Arbeiten anstehen oder so, das mache ich dann mit ihr gemeinsam. Da fühlt sie sich auch sicherer. Aber die Hausaufgaben, so, das macht sie alleine. Und dann werde ich hier hinten meine Pflaumen, muss ich heute auch noch machen. Aber wir gehen dann erstmal zum Arzt. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Heute ist schon Dienstag. Gestern habe ich leider, also das ist ja, das ist das bei uns, ja. Ich wollte ja gestern zu dieser Hauseinweihung gehen und ja, das ist natürlich auch ins Wasser gefallen, weil die Schule mich dann angerufen hat und hat gemeint, die Luise hat ein Insekt gestochen und das ist innerhalb von ein paar Minuten angeschwollen, hat sich entzündet. Ich bin dann noch mit ihr zum Arzt und deswegen war dann die Hauseinweihung auch hinfällig. Also ich hatte dann meinen Himbeerkuchen gebacken, ja, den essen wir jetzt halt. Auch nicht so schlimm. Bei uns wird der schon alle. So, meine Pflaumen habe ich nicht geschafft, wie ihr seht. Die mache ich nämlich jetzt. Ja. Und dann nehme ich euch heute noch ein bisschen mit durch den Tag. Heute, ja, ich habe erstmal so, habe ich jetzt heute Vormittag schon meinen Haushalt gemacht. Jetzt mache ich die Pflaumen noch, bevor ich dann wieder Mittagessen koche. Und dann mache ich mit der Luise Schulsachen. Und dann. Heute Nachmittag habe ich das Kind von meiner Freundin da. Also da wird es trubelig. Da habe ich versprochen, auf den aufzupassen. Und der freut sich auch schon. Also das ist immer sehr schön, wenn der da ist. Mit dem kommt Luise auch super klar. Also das ist immer sehr schön, wenn der da ist. So, die Pflaumen sind jetzt entsteint und die habe ich in einen Gefrierbehälter jetzt reingemacht. Und mal schauen, vielleicht mache ich am Samstag dann einen Hefeteig und mache einen Pflaumenkuchen. Muss mal schauen, ob ich mich dran traue, ob ich Lust dazu habe, mir das anzutun. Oder vielleicht koche ich da draus einfach nur einen Mousse. Das weiß ich noch nicht, aber ihr werdet es erfahren. So, wir sind jetzt wieder zurück. Und zwar waren wir noch ein Eis essen. Ich habe ja gesagt, dass ich Besuch habe. Und dann sind wir noch in die Eisdiele gegangen und haben noch ein Eis gegessen. Und jetzt mache ich ein bisschen noch Herbstdeko. Habe ich hier schon bereitgestellt. Und ich zeige euch dann das Resultat. So, ich habe hier drei Kerzen reingesteckt in so herbstlichen Farben. Das ist so ein Dekoteller. Das sind so Aussparungen. Und dann Gläser rein. Mit Herbstblättern und ein Kürbis. So. Und das sieht, ja, kannst du mir mal sagen, ob das hübsch aussieht. Es ist halt so ein bisschen, ja, da kommen dann wahrscheinlich, mache ich hier noch ein paar Kastanien rein, aber die gibt es ja im Moment noch nicht. Die sind ja im Moment noch nicht verfügbar. So, ja, das kommt jetzt auf meinen Wohnzimmertisch. Ja, das war meine Herbstdeko. Ich muss mal gucken, es war ja noch nicht alles. Das ist ja nur der Anfang. Da, wenn ihr das Video vom letzten Jahr gesehen habt, da habe ich auch, und zwar auf die Treppe von Herbstdeko gemacht. Das kommt auch noch hin, aber ich habe dieses Jahr ein bisschen ein Problem. Und zwar kriege ich dieses Jahr keine Maiskolben. Die sind alle schon so früh abgeerntet, dass ich gar nicht so schnell geschalten habe. Und die waren eher abgeerntet, ehe ich mir Maiskolben holen konnte. Ja, also ich muss mal sehen. Wahrscheinlich mache ich da ein paar Kürbisse rein und Heu. Aber das Ergebnis zeige ich euch dann auch. Und dann will ich vorm Haus dann noch Herbstdeko machen. Aber dann möchte ich so eine Bepflanzung auch noch machen. So eine herbstliche Bepflanzung. Und das seht ihr dann erst, wenn es fertig ist. Wenn das Endresultat fertig ist.
Und jetzt werde ich erstmal mit den Kindern noch Hasen füttern. Da freut sich der Kleine so sehr drauf, dass wir die Hasen füttern gehen. Und ja, mal gucken, was wir noch so machen. Im Moment spielen sie oben, man hört sie auch. Die hüpfen mir auf den Kopf rum, aber ist in Ordnung so. Alles gut. Ich liebe das. Das sind die Geräusche, die ich liebe. So, ihr Lieben, der Nachmittag ist vergangen, echt wie im Flug. Und ja, wo der Kleine da war, konnte ich natürlich nicht mitfilmen, aber es war echt herrlich. Also, das ist so schön, wieder mal so ein kleines Kind da zu haben. Also, ja. Ja, das ist mein großes Kind im Hintergrund. Ja, also es ist echt schön, mal wieder so ein kleines Kind da zu haben. Da wird mir doch ein bisschen wehmütig, obwohl ich meine großen Kinder auch von ganzem, ganzem Herzen liebe. Und ja, alles gut. Kommst du, Luise? Versteckst du dich? Luise Kaspert im Hintergrund. Nee, also. Ja, kommst du jetzt her oder kommst du nicht her? Na, dann eben nicht. So, also ich liebe meine Kinder wirklich von ganzem Herzen und auch so groß und so anstrengend, wie sie sind manchmal, gell? So, ich will sagen, das war's für heute und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns an den beiden Tagen. Ihr habt ja mehr von mir gesehen als von den anderen, aber das ändert sich auch wieder. Das ist halt jetzt im Moment so, aber das ändert sich auch wieder, dass ihr mehr von den anderen seht. Ja, also Luise Kasper da im Hintergrund, hinter der Kamera, nicht vor der Kamera. Ja, also das war's von uns und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß gehabt. Lasst mir einen Daumen nach oben da und euer Feedback und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mama findet das interessant. Jetzt mach deine Sauerei weg. Siehst du? Das kommt davon, wenn man zu viel Energie hat. Nur so, ich wasche nie ab. Ist Mamas Job, diese Hausfrau. Nee, du wohnst genauso hier. Du bist die Hausfrau. Wohnst trotzdem genauso hier.